die Gebäudehülle muss eben einen hohen Dämmwert haben und die Fenster sollten hauptsächlich nach Süden orientiert sein, damit man im Winter gute Wärmegewinne hat und im Sommer ist die Südseite durch die Abschattung am wenigsten durch Überwärmung gefährdet. Da muss man dann eben schauen, dass man ostseitige und westseitige Fenster abschattet. Sonst heizt dort im Sommer am Vormittag bzw. Nachmittag die Sonne maximal ein. Das ist also typisch für das klassische Passivhaus und wir sind also hier eben damals 2004 ohne diesen ganzen Verschattungsmechanismus ausgekommen. Da hat eben die Sommertauglichkeitsberechnung von Professor Kretsch ergeben, dass diese Beschattungseinrichtungen in zwei Geschossen alleine genügen. Ja, das war dann eigentlich die nächsten 10 Jahre so und seit ungefähr 5 Jahren haben sich die Klimaverhältnisse derartig verändert, dass wir also im Sommer jetzt Temperaturen auch deutlich über 27 Grad haben, was wir vorher nicht gehabt haben. Das heißt, jetzt wird es wahrscheinlich nicht ohne einer zusätzlichen Beschattung geben. Marke Jalousie. Das Holz wird eben von österreichischen Sägewerken bezogen, das ist also qualitätsgeprüft und so, und kammergetrocknet, schädlingsfrei, ja, und dann das Stroh wird also entsprechend dem Zertifizierungsprozess, dem EAD-Protokoll, schon bei der Ernte einmal überprüft und das geht dann weiter bei der Zwischenlagerung in der Lagerhalle. Dann wird es eben gehäckselt und dabei entstaubt, fallen also die ganzen Feinteile. Es fällt zum Beispiel auch das Restkorn weg und dadurch ist es für Schädlinge nicht mehr interessant, wenn es da drinnen, wenn sie nichts riechen in der Dämmung. Und das wird eben dann im Werk unter Druck eingepresst, damit es setzungssicher drinnen ist und dann eben zwischen die zwei Holzbeplankungen, also unter Druck eingebracht. Ja. Und beim Lehm ist es so, dass die Hauptbeschichtung außen, die 4 cm und bei den Zwischenwänden eben die 1,5 cm schon im Werk aufgebracht werden. Und da haben wir eben die Möglichkeit, ganz in der Nähe vom Werk gibt es einen Tonabbau einer Bergbaufirma und die haben eine riesige Abraumhalde mit Lehm, der für die nicht verwertbar ist, aber für uns natürlich haben wir da 150.000 Kubikmeter oder mehr lagern und das ist Material, das einen extrem geringen ökologischen Fußabdruck hat, weil es ja ohnehin Abraum ist, aber für den Lehmbau eine sehr gute Qualität aufweist. Und das wird eben dann im Werk aufbereitet, mit Sand gemischt und dann eben auf die Bauteile aufgebracht und im Werk getrocknet mit Umgebungsluft. Und dann werden die Fertigteile auf die Baustelle transportiert, dort montiert und dann kommt eben der Lehmfeinputz noch drauf, die letzten 5 mm. Und der stammt aus der Produktion von Eckinger Levita, da an der oberösterreichisch-bayerischen Grenze und wird dort solar produziert. Das heißt, also wird mit Sonnenenergie wird dort der Lehm getrocknet und dann eben als Fertigputz mit den Rohrkolbenfasern gemischt. Und die Produktion ist so aufgebaut, das Werk ist also ganz neu, dass auf der Produktionshalle Photovoltaikpaneele angebracht sind und dadurch
ist die ganze Produktion sogar positiv. Das heißt, es wird etwas mehr übers Jahr an Elektroenergie erzeugt, als verbraucht wird für die Produktion. Grundsätzlich war die Strohdämmung die einzige Dämmung, aus der Konsequenz heraus, dass Stroh als Ressource in enormen Mengen verfügbar ist. Also allein in der österreichischen Region Wien, Niederösterreich, Burgenland wird über 1 Million Tonnen pro Jahr an Stroh geerntet. Und das, da kann man ruhig was für Dämmzwecke sinnvollerweise wegnehmen. Und dann ging es in der Entwicklung eben, es hat sich eben gezeigt, dass die Strohballendämmung den Entwurfsprozess stark einschränkt. Hier zum Beispiel waren diese Stroh-Großballenteile, die Hestonballen, die haben bedingt, dass man vom Entwurf, der Architekt Reinberg eben, auf 1,25 Meter Achsmaß gehen musste. Das ist also die Grundstruktur des ganzen Entwurfs und dadurch sind alle Öffnungen in diesen Raster einzufügen. Ja. Und das ist natürlich für die praktische Anwendung ein ziemliches Hindernis, wenn man eine Tür oder Fenster in einen Raster pressen muss. Und aus diesem Grund habe ich dann eben gesagt, wir entwickeln die Stroh-Häckseldämmung. Da sind wir dann genauso wenig wie mit einer Zellulose-Dämmung zum Beispiel gebunden. Das Ballenformat gibt einen Raster vor. Und so bei der Häckseldämmung kann man dann auch auf statische Erfordernisse reagieren und den Riegelabstand variieren, problemlos. Ja, wir haben also den REI 120 Feuerwiderstandstest bei der MA 39 in Wien bei der Prüfanstalt gemacht. Das war recht lustig, weil der Prüfingenieur und seine Helfer, die haben dann nachher gesagt, naja, eigentlich, das war 2012, hätten wir uns erwartet, dass wir da schnell fertig sein werden mit einem Strohaufbau. Und es hat aber nur furchtbar geraucht, ja. Aber der Feuerwiderstand von 2 Stunden ist problemlos möglich gewesen. Es ist dann die dicke Lehmbeschichtung ist zu einer keramischen Platte natürlich gebrannt. Dahinter war es etwas verkohlt, aber die Tragkonstruktion war intakt und es gibt wenige Holzkonstruktionen, also die auf die 2 Stunden Feuerwiderstand unter Last erreichen. Und das ist natürlich viel mehr, als wir im derzeitigen Anwendungsbereich brauchen, aber ist natürlich eine interessante Möglichkeit für den mehrgeschossigen Bau, wo wir ja allein schon aus ökologischen Gründen hinkommen sollten. Ja, wegen der Bauaufbau diffusionsoffen und gleichzeitig kapillarleitfähig ist. Ja. Das sind also ganz wesentliche Bedingungen. Und warum der Brandschutz so gut ist, ist dem Lehm verdankt, weil ja der Lehm ist gasdicht, das heißt, er lässt keinen Sauerstoff durch. Ja. Und dadurch, dass es ein Faserlehm ist, weil da Fasern drinnen sind, zerreißt er nicht in 1000 Scherben, sondern er bleibt homogen und dadurch dringt kein Sauerstoff ein und dann bildet sich hinten nur Kohle und die Kohle selber wirkt auch wieder als Hochtemperaturwärmedämmung. Das ist Lehmputz, wo man so sehr schön sieht, die rote Seite ist mit einem Fachausdruck verziegelt. Das heißt, dieser Lehmputz ist zu einem Stück Ziegel gebrannt. Die Rückseite hat also jetzt die Verbrennungsgase aufgenommen. Die hervorstechendste Eigenschaft von chemisch
nicht stabilisierten Lehm, das ist ganz wichtig, ist, dass er eine hohe Desorptionsleistung hat, also das heißt Verdunstungsleistung. Er kann Feuchte aus dem Untergrund herausziehen. Und er versucht es auch ständig bis aufs unterstmögliche Niveau rauszuziehen. Er hat bei Raumtemperatur eine Gleichgewichtsfeuchte von nur 0,5% und Holz hat zum Beispiel eine von 10% und Stroh von 12%. Und das ist ein hohes Gefälle und dadurch, wenn also jetzt die Luft vorbeistreicht, zieht der Lehm ständig, entzieht dem Holz und dem Stroh Feuchte, bis es nicht mehr geht. Und das ist eben der Grund, warum zum Beispiel in Grabbeigaben in ägyptischen Pyramiden nach 5000 Schilfbündel in Lehm nach 5000 Jahren immer noch gut erhalten sind. Oder eben diese Ziegel da unten, die Lehmziegel, die ungebrannten nach 250 Jahren. Mit 4,5 cm Lehmputz auf der Innenseite, ja. Das ist eine Mehrzweckschicht, die ist also mal Feuerwiderstand, dann ist sie Speichermasse, wesentlich mehr als jede moderne Ziegelwand natürlich, durch die ungefähr über 80 Kilo, was da der Quadratmeter hat. Dann ist es zugleich eine Installationsebene, in der die Elektroleitungen und auch Wandheizungs- bzw. Kühlungsregister untergebracht werden können. Und es ist zugleich dann auch die Luftdichtheitsebene. Und falls man irgendwann mal was umbauen möchte, dann kann man im Unterschied zu einer konventionellen Installationsebene einfach zum Stemmeisen greifen und in diesen dicken 4,5 cm Schicht irgendwelche nachträglichen Leitungen verlegen und dann wieder den Lehmputz wieder herstellen. Und es ist außerhalb, es wird die Luftdichtheit des Gebäudes nicht gefährdet. Ja, ich habe sie Gusslehmtechnik genannt, weil das eben in Schalung eingegossen werden kann mit einem speziellen Verfahren, aber natürlich wie alles, was wir machen, ganz strikt ohne chemische Zusätze, ja, um eben die Lehmeigenschaften zu erhalten. Und das ist die Weiterentwicklung sozusagen dieser Lehm-Außenputzhülle, die wir da erstmals in Dattendorf verwendet haben. Und da ist es jetzt so weit, dass die Oberfläche nach 4 Jahren Bewitterung auf der Nordseite praktisch kein Sandkorn verloren hat. Und das ist eben auch wieder diese Stabilisierung, die mit Kumis, die genau abgestimmt ist auf die Tonmineralzusammensetzung des Lehmmörtels. Und dazu kommen noch Pflanzenfasern, also Hanf- und Rohrkolbenfasern in dem Fall, die eine zusätzliche armierende Wirkung haben. Hat es eine andere Struktur, als wenn es mit der Maschine aufgeputzt wird und dann gerieben wird. Ja? Ja. Also das ist halt eine Wechselwirkung von Struktur und natürlicher Stabilisierung. Und das hat natürlich die Vorteile, weil eine nicht gestrichene Lehm-Außenputzoberfläche, die hat so ähnlich wie der Stampflehm ganz leichte Erosion mit den Jahren. Und das ist etwas, was den meisten Leuten natürlich nicht gefällt. Es wäre technisch kein Problem. Und das ist halt dann die Alternative, so kann man den Lehm naturbelassen zeigen. Aber mit den derzeitigen Produktionstechniken können wir das nicht rationell umsetzen. Da müsste man in die Fertigung investieren.
Ja, vor allem fürs Raumklima gibt es ungefähr ein Dutzend Eigenschaften, wo überall der Lehm besser oder sehr viel besser als konventionelle Wandoberflächenmaterialien ist. Das ist eben der Feuchteausgleich, also dieser Akkumulatoreffekt, dass man die Feuchte nicht gleich weglüften muss, sondern er nimmt sie auf und deshalb ist er halt im Bad zum Beispiel. Es ist am wichtigsten, mit Lehmputz zu arbeiten, außerhalb vom Spritzwasserbereich. Und da ist es auch mein Bestreben, dass man das eben umdreht, dass Badezimmer, sofern sie keine WC drin haben, als Zuluftbereich verwendet werden, weil ja die Feuchte im Winter wertvoll ist und der, wenn man also jetzt wäscht oder duscht, entsteht Feuchte und das nehmen dann die Lehmoberflächen auf und geben das also langsam wieder ab, während bei konventionellen, voll verfließten Bädern da muss man schauen, dass man so schnell wie möglich weglüftet, damit sich nicht Schimmel auf den Acrylfugen bildet. Aber es gibt natürlich auch negative, wenige, aber doch, ja. Naja, vor allem in der Trocknungszeit, ne, muss man schauen, dass er schnell trocknet, weil sonst kann es Schimmelanflug geben, aber das ist an und für sich nicht gefährlich, das ist ein Fehler. Ja. Und was ihn beim Bauen natürlich sehr unbeliebt macht, er hat keine fixe Abbindezeit, so wie Kalk, Zement, Gips, bindet alles in einer bestimmten Zeit ab, unabhängig vom Außenklima, mehr oder weniger. Und der Lehm ist davon abhängig, wie viel Luft vorbeistreicht, wie gut sind die Trocknungsbedingungen. Und eine ganz interessante, aber sehr komplexe Eigenschaft ist, die man nachweisen konnte mit einem Luft-Ionen-Messgerät, dass neutral geladene Oberflächen, so wie eben der echte Lehmputz, einen Katalysatoreffekt für Luftionen hat. Und da entstehen aus den Wassermolekülen der Luft, kurz gesagt, entstehen ständig positiv und negativ geladene Ionen. Und die negativ geladenen sind sehr gut für die Atmung, für sogar Konzentrationsfähigkeit und so. Also da dürfte ein großer Teil des ganz besonderen Raumgefühls in Lehmoberflächen begründet sein. Und dazu gibt es Studien vom Institut für Rasterelektronenmikroskopie und die Medizinuni hat auch eine Studie gemacht für eine Farbe mit einer ähnlichen mineralischen Zusammensetzung. Und ja, wir haben da eben gemessen, im Außenbereich eine bestimmte Konzentration von negativen Luftionen und hier herinnen im Innenbereich haben wir plötzlich das Doppelte gemessen. Und das ist also leider aus Geldmangel nicht weiter erforschbar gewesen bisher, ist aber für die Baubiologie also eine ganz, ganz neue Erkenntnis. Man hat eben gemeint, das gäbe es nur bei Wasserfällen oder im Heilstollen von Bad Gastein und durch ionisierende Strahlung und so. Dabei sieht es ganz so aus, dass das auf Lehmoberflächen geht. Und natürlich ist es deshalb wichtig, dass die Lehmoberflächen nur mit geeigneten Farben gestrichen werden und nicht kunstharzhaltige Farben verwendet werden, die dann die Oberflächenladung wieder verschieben. Ja. Ja, und dann gibt es halt noch andere Eigenschaften, dass man es hat einen Puffereffekt auf Gerüche, ja, bindet Schadstoffe und ökologisch gesehen ist es natürlich ganz toll, dass das Material unbegrenzt ohne technischen Qualitätsverlust wiederverwendbar ist. Wir haben mit einem BOKU-Hochschullehrgang
einmal bei einem Lehmabbruchhaus Lehmputz abgetragen und dann wieder aufgeputzt. Und der Lehmputz war 300 Jahre alt und hat sich also in derselben Qualität wieder auftragen lassen. Und ja, das ist natürlich schon eindrucksvoll. Und zeigt, in welche Richtung die Lösung dieser gesamten Problematik gehen müsste, wo ja die Klimakrise nur ein Teil davon ist. Wir haben ja für im Rahmen des Monitoring-Projekts für dieses Demonstrationshaus eben noch 2004 dann, wurde auch ein Ökobilanzvergleich erstellt. Und da war es so, also dieses Gebäude hat eine Bewertung nach dem alten OIB-Index mit knapp über 100 negativen Punkten gehabt. Wäre dasselbe Gebäude mit demselben Passivhausstandard in konventionell, also in Stahlbeton mit Ziegel- und Polystyroldämmung gebaut worden, dann hätte es einen negativen Punktewert von über 600 gehabt. Das heißt, man kann also ganz generalisierend sagen, dass so ein Beton-Massivbau mit Polystyroldämmung einen sechsmal so großen Fußabdruck hat, einen ökologischen, wie eine Holz-Lehm-Stroh-Konstruktion. Es war ja dann eine Zeit dazwischen, habe ich also meine frühere Firma für Lehmputzherstellung betrieben. Und 2009 ist aus dem Projekt heraus dann die Firma Lopas gegründet worden als Lehm-, Holz-, Stroh-, Fertighausfirma. Und seither haben wir in etwa 60 Häuser gebaut in den letzten 10 Jahren. In dieser Bauweise. Man lernt natürlich immer dazu und schaut, dass man das Ganze verbessern kann. Ja, die Leute sind, also unsere Kunden sind alles eigentlich durch die Bank sehr zufrieden mit dem Raumklima, das sie sich da angeschafft haben. Wir haben ja schon mit der Strohhäckseldämmung gestartet in der Serie. Da geht es eben dann um die vielen kleinen Detailverbesserungen, ja, die man. Das ist einfach eine klassische Produktentwicklung. Mein Lieblingsprojekt ist eigentlich ein Reihenhaus der ganz besonderen Art gewesen in Mariansbach im Wienerwald. So eine gemeinschaftliche Wohnung, Co-Housing, wo eine Baugruppe von 7 Familien im weiteren Sinn sich zusammengetan haben und dann in der Mitte von diesen 3 bzw. 4 Reihenhauseinheiten noch einen multifunktionellen gemeinschaftlichen Raum gebaut haben, einen gemeinschaftlichen Schwimmteich zum Beispiel angelegt haben. Und auch die Erschließung ist dort recht interessant, also nicht nach dem Modell Einfamilienhaus, sondern offener von 2 Seiten sind die 2 Geschosse zugänglich, wo es natürlich auch den Kindern großen Spielraum ermöglicht. Das Schöne ist dort, dass eben nicht nur das ökologisch sehr gut gelöst ist, sondern eben auch ein gewisser sozialer Fortschritt gegen dieses Einfamilienhaus und ideale Familie-Denken gibt. Nachdem dort das Obergeschoss und das Untergeschoss praktisch von außen, von 2 Seiten erreichbar ist, kann man auch nach der Trennung und wenn man Kinder hat, irgendwo diese ganze Besuchsproblematik und so entschärfen.
es müsste eine große Entwicklung in den nächsten Jahren geben, weil ja der Bausektor einer der Hauptbeiträger für die CO2-Problematik ist und Verursacher von der größten Menge an Abfällen überhaupt. Das würde da bei uns in diesen Bauweisen mit Lehm alles wegfallen. Ja. Also wenn wir mit solchen Bautechniken, egal ob das jetzt Massivlehm ist in, sage ich mal, in Ägypten oder ob es in Mitteleuropa sinnvollerweise eine Kombination von Holz, Lehm und Stroh ist, das wären Bautechniken, mit denen man auch 10 Milliarden Menschen eine menschenwürdige Wohnung verschaffen könnte, ohne dass der Planet ruiniert wird dabei. Es ist so diese zwei Verbindungen, also die nachhaltigen Baustoffe und ein Passivhausniveau, also extrem geringer Energieverbrauch beim Betrieb, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass man den Bausektor wirklich nachhaltig macht. Das, was jetzt gemacht wird, ist einfach unverantwortlich. Es geht technisch, kann man 20 Stock hohe Häuser auch mit Holz bauen und natürlich auch mit Holz und Lehm. In Wien entsteht gerade das Hoho, ne, das Holzhochhaus. Sinnvoller wäre es, auch in den Städten sich auf 4, 5 Geschosse zu beschränken. Und das könnte man also im großen Stil in Holzbau und natürlich noch besser in Holz-Lehm-Strohbau machen. Da hat also vor kurzem das Potsdam-Institut für Klimaforschung eine sehr interessante Studie herausgebracht, wonach die in Zukunft, wenn man umschwenkt aus diesem Beton-Polystyrol-Wahnsinn, auf Holzkonstruktionen im globalen Städtebau vor allem, dann könnte das eine Kohlenstoffsenke werden. Das heißt, es wird über 100 Jahre, über lange Fristen, wird vor allem durch das Konstruktionsmaterial Holz CO2 gebunden in der Masse dieser ganzen Gebäude. Und das wäre ein wesentlicher Beitrag zur Stabilisierung unseres Klimas. Aber dazu braucht es die politischen Rahmenbedingungen und das heißt ökologische Steuerreform, heißt eine sozial ausgewogene CO2-Bepreisung, Ressourceneffizienz, also jetzt kann man Löcher in die Landschaft graben und da Kies in unvorstellbaren Mengen rausgraben und die Folgekosten müssten nicht gezahlt werden. Das sind alles Umstände, die natürlich das umweltfreundliche Bauen diskriminieren und benachteiligen. Das Problem ist natürlich, dass die konventionelle Industrie damit keine Freude hat, natürlich, weil das also ihren Geschäftsbereich, sie müsste sich umstellen, so wie die Stromproduzenten eben auch von Atom und Kohle sich verabschieden mussten, damit eben nachhaltige Energieerzeugungsformen eine Chance haben.